dahinter Jean Edwards und Lance David Arnold und eine perfekte Passage für das Ansaugen im Windschatten, hier demonstriert und zelebriert von Lance David Arnold. Setzt sich rechts daneben. Achtung, jetzt kommt aber eine langgezogene Linkskurve, nämlich die Antoniusbuche. Und der zieht das allen Ernstes auf der regennassen Fahrbahn durch. Ganz dicht am Fahrbahnrand vorbei. Überholt er Jean Edwards. Das Ganze noch einmal von außen betrachtet. Die beiden Führenden, da taucht Lance David Arnold links auf, dahinter Niki Thiem. Und jetzt Achtung, diese langgezogene Kurve, da geht's mit zwei Rädern in die Wiese. Und der Deutsche geht am Briten vorbei. Ja, so kritisch fand ich es jetzt nicht. Also ich war erstaunt, wie gut die Regenreifen sind. Das heißt, wir sind auch den Knick ohne Bremsen gefahren. Das ist dann ca. 260, 270. Und im Trockenen fahren wir sie zu dritt. Deswegen hat mich das jetzt nicht sonderlich geschockt. Dass es dann so eng zugeht, habe ich am Anfang nicht gedacht. Aber man muss ja kreativ sein.